Absichtlich habe ich die Überschrift mal entspannt genannt, weil es jetzt momentan vom Wetter her auch entspannt ist. Und ich habe dann mal nachgeguckt bei einem Thema, da gehen wir gleich drauf ein, wie denn es so aussieht in der Nordhemisphäre in Sachen Eis. Und habe ich gedacht, oh, ist ja auch relativ entspannt. Und habe mal so ein bisschen gegoogelt und nachgeschaut, aha, vor 10 Jahren hieß es, in 10 Jahren gibt es kein Eis mehr in der Arktis. Und habe ich so überlegt, jetzt bin ich ja doch schon ein paar Jährchen alt und in den 70er und 80er Jahren, da wurde vor der großen neuen Eiszeit gewarnt, wir werden alle erfrieren, dann sterben die Bäume ab, dann ist dieses, dann ist jenes. Es wurde jedes Jahr und jedes Jahrzehnt eine andere Sau durchs Dorf getrieben, dass wir in Angst und Schrecken leben. Und drum sind wir jetzt mal 10 Minuten, 12 Minuten entspannt. Grüße Sie und grüße euch. Ganz so entspannt wie auf dem Bild wird es in der nächsten Zeit nicht weitergehen, weil es einfach zu windig ist. Aber größere Unwetter sind bis auf Samstagabend nicht in Sicht. Und wir schauen mal in die Nordhemisphäre, was die Eisbedeckung am Nordpol angeht. Und das ist die Linie von diesem Jahr. Und da sind wir überdurchschnittlich im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt und turnen hier relativ weit oben rum. Das finde ich ist mal eine Erwähnung wert. Und dann schauen wir auch mal von oben auf die Nordhemisphäre drauf. Wie sieht es denn da gerade mit der Luftmassentemperatur aus? Hier haben wir den Nordpol und da ist so eine Blase von 0 bis minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe hier über Nordrussland, Nordsibirien Richtung Nordpol. Das ist jetzt um diese Jahreszeit der niedrigste Stand oder der höchste Stand der Temperaturen, was die Wärme angeht und der niedrigste Stand, was die Kälte angeht. Drumherum ist die Hitze am höchsten. Und in rund 2 Wochen bildet sich dann schon wieder eine größere Blase an Kälte. Es geht so ganz, ganz, ganz langsam los mit der Auskühlung am Nordpol. Und diese Auskühlung ist exakt am Nordpol. Das könnte vielleicht gut für die Eisflächen sein, dass die nicht zu sehr abschmelzen. Wenn jetzt zum Beispiel ein kräftiges Tief kommen würde und würde für sehr viel Wind sorgen, sodass die Wärme bzw. Hitze bis hier rauf transportiert werden würde, dann wird das Eis brechen und weniger werden. Und wenn wir das Mittel nehmen in 1500 Meter Höhe Ende Juli, dann haben wir genau über dem Nordpol eben die Kälte liegen. Finde ich ganz interessant. Wir sind aber noch nicht fertig. Die Abweichung im Vergleich zum langjährigen Mittel, jetzt kommt das nächste interessante Thema, haben wir exakt hier über dem Nordpol. Es sieht also gut aus, zumindest in diesem Monat für die Eisflächen hier. Und dann noch etwas. Auf der gesamten Seite, ich sag mal im Osten, ist es überdurchschnittlich warm. Beginnend ab Mitteleuropa westwärts über den Nordpol bis zum amerikanischen Kontinent sieht es eher ein bisschen blauer aus. Das heißt, hier haben wir leicht unterdurchschnittliche Temperaturen im groben Schnitt. Nicht, dass da was kippt, aber es ist genau hier einmal quer über die Nordhemisphäre gezogen. Wir gehen nach Spitzbergen, was die Temperaturen in 1500 Meter Höhe angeht. Die Ensembles, ihr kennt die Linie, rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Berechnungen. Und da sehen wir, hier in Spitzbergen sind die Temperaturen in 1500 Meter Höhe unterdurchschnittlich. Nach dem amerikanischen Modell und nach dem europäischen Modell sind sie zumindest durchschnittlich, allerdings mit größeren Ausreißern nach oben und nach unten. Und das könnte auch Auswirkungen auf unser Wetter haben, zumindest nach diesen Berechnungen, denn hier sammelt sich ja die kühle Luft, ist ja noch nicht wirklich kalt, und zieht dann nach Süden. Und jetzt gehen wir ins Gegenteil. Und zwar über das Mittelmeer nach Süden, nach Nordafrika, nach Tunis. Da haben wir extrem überdurchschnittliche Temperaturen. Da ist diese riesige Hitzeglocke über dem südlichen Mittelmeerraum mit fast 10 Grad höheren Temperaturen für diese Jahreszeit. Und Ende Juli gehen die Werte hier fast auf das langjährige Mittel runter. Und das europäische ECMWF-Modell ist da ein bisschen verhaltener und bringt hier große Hitze, die abgebaut wird. Wir befinden uns also zwischen etwas mehr Kühle als üblich im äußersten Norden und mehr Hitze als gewöhnlich im äußersten Süden. Und liegen genau dazwischen und das tariert immer hin und her. Und wir bekommen hier nochmal einen Hitzeschub am Samstag ab. Kommen wir ganz kurz mal zu den Ensembles bei uns. Ich habe ein Beispiel genommen für Magdeburg, das ist das amerikanische Modell. Da ist der Hitzepeak abgelöst dann von Wittern.
abgelöst dann von Gewittern. Es ist schon ein bisschen spät, die Nacht durchgearbeitet, es wird schon hell draußen. Die Temperaturen sind dann unterdurchschnittlich, später wieder durchschnittlich mit Ausreißern nach oben. Gleichzeitig nehmen die Niederschlagssignale zu, nach dem amerikanischen Modell. Das europäische ECMWF-Modell macht das Ganze ähnlich. Vielleicht bin ich selber zu tiefenentspannt, ich weiß es nicht. Die Niederschlagssumme nach dem europäischen ECMWF-Modell für die nächsten 10 Tage zeigen rund um die Alpen und im Süden Deutschlands nennenswerte Niederschläge, ebenso rund um die Nordsee. Und dazwischen haben wir einen breiten Streifen, wo weniger fallen soll. Da kann es mal ein paar Schauer und Gewitter geben, nicht flächendeckend, aber immerhin. Das amerikanische Modell macht es im Prinzip ähnlich, verlagert den Regen noch weiter auf die See raus. Und wenn wir dann auf die 10 Tage nochmal 6 Tage draufschlagen, bis Ende des Monats macht das amerikanische Modell zumindest mehr Niederschläge. Das heißt, in diesem Monat sollte sich noch was tun. Die gestrigen Niederschläge hielten sich in Grenzen. Es gab im äußersten Süden den letzten Regen, dann zog über den Nordwesten die Schauer- und Gewitterlinie. Immerhin waren es 1,4 Liter deutschlandweit gemittelt. In Sachen Sonnenschein gab es knapp über 8 Stunden, das ist überdurchschnittlich viel. Und 8 Grad gab es als Tiefstwert im Harz, 17 Grad in Bayern. Die Höchstwerte 19 Grad auf der Nordsee, Sylt und 28 Grad waren es in Regensburg. Und wenn wir uns die Temperaturkurve des Julis anschauen, dann haben wir hier diesen riesigen Aufstieg. Am Anfang war es durchschnittlich, dann fumm, die Hitze ging runter, jetzt kommt nochmal der Hitzepeak. Und danach kommt der Abfall auf durchschnittliche Temperaturen. Am Schluss werden wir aber im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel erheblich zu warm rauskommen. Das ist kein Wunder um diese Zeit jetzt mit den hohen Temperaturen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Schauen wir auf die Wetterlage. Da haben wir in der kommenden Nacht das Tief über den britischen Inseln liegen. Im Vorfeld kommt diese Heißluft zu uns gezogen, die wird aber schnell wieder verschwinden. Und dann kommen wir genau in die Mitte. Über dem Nordmeerraum und Skandinavien liegt das Tief mit hochreichender Kaltluft. Über dem Mittelmeerraum diese riesige Hitzeblase mit stabiler Witterung. Und wir dazwischen, sieht man ganz genau, und im Süden Mittelmeerraum, das kocht. Also wenn man das hier rein von der Wetterkarte sieht, 30 Grad in 1500 Meter Höhe, dann stellt man sich das Mittelmeer vor wie so eine Blubbermasse an einem Vulkan, wenn man die Temperatur nimmt. Im Norden ist es relativ frisch. Gehen wir weiter, dann haben wir in einer Woche das Tief weiterhin über Skandinavien und dem Baltikum liegen. Im Norden ist es kühl, im Süden ist es deutlich wärmer noch, aber nicht mehr so heiß wie bisher. Die Hitze bleibt noch über Nordafrika. Und wenn wir schon mal dabei sind, gehen wir doch in den Schritt anderthalb Wochen, Montag, den 24. Da könnten wir fast schon wieder eine Weihnachtsprognose machen. Da kriegen dann manche Schnappatmung. Im Norden das Tief, weiterhin mit den Auswirkungen bis Mitteleuropa, über dem südeuropäischen Raum nach wie vor die Hitzeblase, die hier steht, die bleibt da auch. Gleichzeitig eben die kühle Luft im Norden. Da haben wir auch Spitzbergen mit den unterdurchschnittlichen Temperaturen. Kommen wir zum Wetter von heute. Da haben wir es mit einer Mischung aus Sonnenschein und hohen und mittelhohen Wolkenfeldern zu tun, die von Süd-Südwest durchziehen. Das sind die Vorboten der Heißluft. Das ist eine Warmfront. Im Norden bilden sich vorübergehend ein paar Schauer und einzelne Schauer sind auch auf der Alpen-Südseite möglich. Der Wind kommt meist schwach bis mäßig daher, aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 30 im Südwesten und Westen auf bis zu 31 Grad und 20 bis 23 Grad sind es an der See. Es kann sein, dass irgendwo gerundet auch 32 Grad erreicht werden. Der morgige Samstag bringt im Laufe des Tages von Südwesten so eine Regenschleppe, die nach Nordosten zieht. Zuvor scheint die Sonne, dann regnet es, dahinter kommt die Sonne wieder heraus mit Warmlufteinschubgewittern, wie es so schön heißt. Und da kommen dann eben die Gewitter. In der Südosthälfte bleibt es sonnig und auch auf der Nordsee ist es relativ schön. Der Wind kommt hier aus südwestlichen Richtungen, kippt dann auf Nordwest und in der Heißluft kommt die Luft noch aus östlichen Richtungen. Und wenn wir uns die Luftmassentemperatur anschauen, dann haben wir um die 25 Grad in Alpennähe und die 20 Grad Isotherme reicht bis kurz vor Berlin. Und dann kommt die Abstufung nach Westen, wo es deutlich kühler ist. Und der direkte Modelloutput zeigt bis zu 37, 38 Grad verbreitet. Das ist eine kurze Wüstenluft, die da kommt. Die Luft ist relativ trocken in den Gebieten, deshalb steigen die Temperaturen so schnell an. Wir haben Wind, wir haben klare Luft, keine Schwüle. Das heißt, das lässt
lässt sich gut aushalten. Die Schwüle haben wir dort, wo wir die niedrigeren Temperaturen und die Schauer und Gewitter haben. Das ist dann eher eine dampfige Angelegenheit. Und am Abend zieht von Südwesten voraussichtlich aus der Schweiz und von Baden-Württemberg her bis nach Franken rein ein Gewittergebiet. Da können schwere Unwetter dabei sein mit Sturmböen, vielleicht sogar Orkanböen, werden zumindest bei den Lokalmodellen berechnet und auch mit sinnflutartigen Regenfällen und Hagel. Da ist ein größeres Programm möglich am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag. Am Sonntag tagsüber ist es gar nicht mal so schlecht. Im Nordwesten sind ein paar Schauer unterwegs, in Alpennähe auch ein paar Schauer und Gewitter. Drumherum gibt es viel Sonnenschein und viel Wind. Der kommt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, außer im äußersten Süden. Der kommt da aus Nordost. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 18 bis 23, sonst bei 24 bis 30 Grad. Jetzt gehe ich mal schnell aus der Tüchte hier. Und im Osten Österreichs sind bis zu 35 Grad noch mal drin. Die neue Woche bringt im Südosten einzelne Schauer und Gewitter, an der See einzelne Schauer, sonst viel Sonnenschein. Der Wind bleibt sehr ruppig, kommt aus südwestlichen Richtungen. Und die Höchstwerte erreichen an der See 18 bis 23, sonst 24 bis 31, im Osten Österreichs bis zu 33 Grad. Der Dienstag größtenteils wieder schön. Rund um die Steiermark und Kärnten sind einzelne Schauer und Gewitter dabei. Auch in Küstennähe einzelne Schauer, sonst sonnig und hochsommerlich warm bis heiß. Am Mittwoch stand derzeit ziehen mehr Schauer und Gewitter durch bei Schwüle. Im Norden ist es relativ kühl. Am Donnerstag wird es windig werden mit weiteren Schauern und einzelnen Gewittern. Bei Temperaturen an der See nur noch von 16 und im Binnenland im Süden von bis zu 28 Grad. Es wird ja relativ kalt. Am Freitag dann weitere Schauer und Gewitter, zwischendurch Sonnenschein, 16 bis 30 Grad. Jetzt gehen wir noch weiter. Am Samstag dann, also in einer Woche, 17 bis 31 Grad. Die 17 Grad an der See, die 31 Grad im Südwesten. Mit weiteren Schauern örtlich auch Gewittern. Und am Sonntag zieht abermals eine Front durch mit Regen und Gewittern. Die Gewitter hauptsächlich in den Alpen. Da kommt die Nordmeerluft weiter nach Süden voran. Und im äußersten Süden in den Alpenländern liegt die Restwärme und Hitze mit bis zu 30 Grad und Schwüle. Sonst wird es sehr windig werden bei nur noch 15 bis 25 Grad. Kommen wir zu den Ensembles, die Linien jetzt in 2 Meter Höhe. 20, 25, 30, 35 Grad hier im Norden der Anstieg. Kurzer Hitzepeak, dann geht es runter. Und wir wogen hier so um die 20 Grad rum, was das Mittel angeht. Mal gibt es ein paar Ausreißer nach oben, mal nach unten. Niederschlagssignale nehmen zu. Wir haben in der Niederschlagsvorhersage gesehen, dass es hier eben nass werden wird. Im Westen taumeln wir erst bei um die 25 Grad rum, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, geht so hin und her. Da sind die Schauer und Gewitter, dann bleibt es längere Zeit trocken. Ende Juli ein paar Niederschlagssignale, aber nichts, das einen aus den Latschen hauen würde. Da für die Mitte geht es am Wochenende auch nach oben, dann folgen Gewitter, danach zwischen 20 und 25 Grad, später Niederschlagssignale, die Ende des Monats aufkommen. Im Osten ist auch nicht so viel los in Sachen der Regen hält sich ja auch in Grenzen. Erst der Hitzepeak Richtung 35 Grad, dann geht es runter auf 25 Grad und leicht darunter. Dann sieht man so eine ganz leichte Hängematte. Hinten raus geht es dann wieder nach oben mit Ausreißern, die extrem weit nach oben gehen. Da ist sogar ein Lauf dabei, der brächte 40 Grad. Nicht, dass man da ins Schwitzen kommt. Und im Süden haben wir auch am Wochenende die Hitze mit 35 Grad, dann geht es runter. Wir bleiben aber auf hohem Niveau zwischen 25 und 30 Grad. Später liegen wir zwischen 20 und 25 Grad mit vielen Niederschlagssignalen. Wir springen kurz in die Schweiz nach Bern. Auch hier die Hitze am Wochenende, kurzes Abtauchen der Temperaturen, dann gleich wieder Hitze und wir bleiben hier auf relativ hohem Niveau. Hinten raus geht es ein bisschen runter mit permanenten Niederschlagssignalen. Und die meisten Niederschlagssignale, die haben wir in Klagenfurt, in Kärnten. Da ist der Wärmeberg sehr ausgeprägt. Der will erst gar nicht runtergehen, geht erst im Laufe der nächsten Woche runter und bleibt dann so zwischen 20 und 25 Grad kleben. Und es ist hier ziemlich nass auf der Alpen-Südseite ab Mitte der nächsten Woche. Wenn sich nichts Großartiges tut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ansonsten bis später. Aber ich vermute mal, morgen.